Bundeskanzler Magister Christian Kern in Kammern. Das alljährliche große Kinderfreunde-Zeltfest in Kammern ging zum 29. Mal über die Bühne. Ein Vergnügungspark, das die Herzen höher schlagen ließ, und ein großes Festzelt mit den Gurktalern, die für grandiose Stimmung sorgten. Es hat ja gestern auch schon ein großes Highlight gegeben. Die Gurktaler haben gespielt. Wie war das? Ja, es ist natürlich, der Samstag ist immer ein super Tag. Wir haben es diesmal erstmals nur für 2 Tage ausgelegt. Und Gurktaler leider mit einem weinenden Auge ist es, dass sie aufhören und haben gestern das letzte Mal da gespielt. Wir werden uns bemühen, nächstes Jahr wieder eine super Gruppe nach Kammern zu bekommen. Aber super Stimmung, es hat bis in früh wieder gedauert. Also ich glaube, die Gäste haben sich alle gut unterhalten. Was haben wir heute? Ja, heute ist natürlich ein besonderer Tag. Der Frühschoppen ist so der Ausklang, aber es gibt viele Preise zu gewinnen. Es ist der Abschluss und der Höhepunkt natürlich. Es gibt die Luftdruckgewehrschießmeisterschaft, es gibt Pferdekutschenfahrten, Gott sei Dank viele Besucherinnen und Besucher, da was die Treue zu kommen haben, da was jedes Jahr kommen, das ist auch schön natürlich. Der Höhepunkt, der ganz große Höhepunkt ist, dass der Bundeskanzler kommt und das sind ja schon die Vorboten da gewesen. Cobra ist da, ist natürlich um Sicherheit bemüht alles zusammen und ja, Lebensmittelkontrolle war auch schon da. Wo steht bei Ihnen heute noch am Menüplan beim Zeltfest? Nee, ich bin hauptverantwortlich jetzt für die Verlosung. Natürlich werden wir einen Bieranstich machen mit einem Bundeskanzler. Ja, heute ist ein bisschen ein stressiger Tag, aber der Sonntag, das ist für mich, vielleicht kommen wir ein Killer wieder runter. Beim Frühschoppen im Festzelt mit knusprigen Händeln und einem kühlen Bier warteten die Besucher auf das Eintreffen von Bundeskanzler Magister Christian Kern. Der Bundeskanzler gab sich volksnah, ein Kanzler zum Angreifen. Nach zahlreichen persönlichen Begrüßungen gab es noch einen Bieranstich und auch persönliche Worte an die Zeltfestbesucher in Kammern. Zwei Punkte habe ich mitgenommen, die besonders wichtig sind. Der erste war, Anfang dieses Monats, vielleicht erinnert ihr euch, hat es in Großaarl in Salzburg einen Murenabgang gegeben. Und da war wirklich komplette Zerstörung, die Straßen weg, viele Keller, die überflutet gewesen sind. Und in der Situation war das berührend zu sehen, wie die Freiwillige Feuerwehr, die Bergrettung, die anderen Rettungskräfte, die Polizei, Bundeswehr, alle zusammengetan haben und mitgeholfen haben, diesen Menschen zu helfen. Und ihr wisst, wie sowas ist, ich bin auch in Oberwölz gewesen, die Leute sind verzweifelt. Die haben sich ihr Haus gebaut mit eigenen Händen, Ziegel für Ziegel aufgeschichtet und dann kommt so eine Naturkatastrophe und alles ist weg, alles ist verloren. Die sind verzweifelt. Und in der Situation haben die Freiwilligen zusammen dann und haben denen geholfen, die haben nicht gefragt, muss ich jetzt in der Nacht aufstehen, muss ich meine Urlaubstage investieren, damit ich anderen Leuten helfen kann, sondern die haben nur geschaut darauf, dass geholfen wird, dass solidarisch die Gemeinschaft da ist, wenn es einer braucht. Und das ist das, was mich so berührt hat, weil das ist das, was uns auszeichnet. Egal, ob das Großaarl ist, Oberwölz ist, in Hermagor in Kärnten gewesen ist, dass wir in Österreich deshalb erfolgreich sind, deshalb eines der reichsten Länder der Welt geworden sind, weil wir immer, wenn es darauf ankommt, zusammengestanden sind. Herr Bundeskanzler, der Wahlkampf wird heuer sicher nicht einfach werden. Was sind Ihre Schlüsselfaktoren?
Ja, für uns ist entscheidend, dass Österreich ein sehr erfolgreiches Land ist. Und wir haben in den letzten 14 Monaten eine Trendwende geschafft. Die Wirtschaft wächst, wir haben neue Jobs geschaffen. Aber jetzt geht es darum, dass die, die die Leistung abliefern, die arbeiten gehen, die Kinder großziehen, die ihre Pension genießen, weil sie schon ein erfolgreiches Leben hinter sich haben, oder die, die Beiträge für die Gemeinschaft liefern, bei der Feuerwehr, dass die davon profitieren. Und für die brauchen wir höhere Einkommen, sichere Arbeit, und wir müssen ganz konsequent in unsere Bildung investieren, in die Gesundheit investieren, aber auch für sichere Pensionen sorgen. Weil was mich stört, ist, dass wenn wir über Leistungsträger reden, reden wir immer nur über die, die Dividenden beziehen oder die hohe Vermögen haben. Aber die wahren Leistungsträger, die sitzen woanders, und die müssen genauso gewinnen. Es kann nicht angehen, dass unser Land erfolgreich ist und die Reichen immer reicher werden und die anderen schauen müssen, wo sie bleiben. Ja, Einkommen und sichere Arbeit ist ein Thema. Wir haben gerade draußen, wenn man aus der Stadt weggeht, mit der Gesundheitsversorgung ein Thema, das wird größer werden. Es kann nicht sein, dass du, wenn du zahlen kannst, kriegst schnell einen Facharzttermin als jemand, der nicht zahlen kann. Da müssen wir entschieden dagegen ankämpfen. Und wir haben natürlich auch die Migrationsfrage, die ist ein Thema, aber die haben wir Sozialdemokraten verstanden. Wir setzen auf Sicherheit, wir wollen die Polizei ausbauen in Österreich, und ich glaube, mit dem Themenmix werden wir die Österreicher überzeugen. Zeltfest in Kammern, wie gut gefällt Ihnen ein Zeltfest selber, was gefällt Ihnen am besten dabei? Ja, erstens einmal großartig, weil es ein Spaß für sich ist, aber man muss ja sehen, worum es darum geht. Da wird Geld gesammelt für ein Kinderfreunde-Projekt, wo dann auch wieder die Gemeinschaft profitiert. Und ich selbst komme aus der Großstadt, obwohl ich steirische Wurzeln auch habe. Aber das Entscheidende ist, dass die Leute zusammenstehen. Und das macht mich immer unglaublich stolz, dass die Menschen da nicht fragen, ob ihnen das was bringt, ob sie einen Vorteil haben, sondern die helfen mit, damit es anderen auch gut geht. Und das ist das, was Österreich über all die Jahre so erfolgreich gemacht hat. Und das müssen wir uns bewahren. Super, vielen herzlichen Dank. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Hannes, was für eine Werte hat das Zeltfest eigentlich da in Kammern? Es hat einen wahnsinnigen Stellenwert. Es war das 29. Mal, das muss man mal durchbringen, durchmachen. Ein Haufen Leute helfen damit, und ohne die gegangen es überhaupt nicht. Und natürlich auch ein Traum auf das Publikum. Es ist jetzt immer mehr Jugend. Gestern war es wieder Treten voll, heute Treten voll, was wollen wir mehr. Ein Traum auf das Wetter, tolle Leute, und ich freue mich schon aufs 30. Wer wirkt da eigentlich alles mit bei so einem Zeltfest? Es sind ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt, der Vorlaufzeit von ca. einem ganzen Jahr. Und ohne die gegangen es nicht, wie gesagt, muss ich wirklich sagen, ein Haumam ist es. Und es helfen alle, es ist keiner ausgefallen, es sind alle da. Und so ist auch natürlich ein Veranstalter auch, wenn sie die Leute selber auch freuen, dass sie bei so einem Fest mitmachen dürfen, weil wirklich immer viel los ist. Und das amüsiert sich jeder und ist gut drauf.